Was geht zu T&T-Buddies? Das ist mein Fuß am Start. Und ja, erstmal 2K Hype. Wir sind jetzt 2000 T&T-Buddies. Wow. Vor ein paar Monaten war es noch 1000, jetzt sind wir 2000. Das ist eine riesen Zahl. Und wenn Overwatch schon wieder später kommt, es liegt daran, dass ich A, direkt am Stream jetzt aufnehmen wollte. Die Overwatch so waren scheinbar überlastet waren. Ich habe wirklich mit so einer langsamen Geschwindigkeit Overwatch runtergeladen. Unglaublich. Und habe noch ein Video dann nebenbei geguckt. Und dann hat man das Video zu Ende geguckt. Dann sind auch nochmal 10 Minuten ins Land gegangen. Bla bla bla. Und jetzt komme ich halt erst eine halbe Stunde später zum Overwatch aufnehmen. Aber dafür, ja, sehen wir jetzt was. Wir hatten davor im Stream, viele Leute, die nicht dabei waren, haben wir auf alle Fälle jemanden gehabt, der gecreeft hat. Aber niemand, der auffällig war, was Second kennt. Wir sehen Inferno. Infe, yeah. Viele Leute regen sich auch über die Vergleiche auf, die ich in Overwatch ziehe, dass das viele sind, 2, 3. Aber ich habe mir gedacht, ich will ja diesen Spagat haben zwischen professionell, aber noch unterhaltsam Let's Play-mäßig. Also nicht wirklich wie so ein typisches Let's Play, aber halt schon unterhaltsam, aber trotzdem lernenswert. Und dementsprechend die Vergleiche ziehe ich manchmal so aus Jux. Ja, aber ja, ich ziehe die halt, aber wie gesagt, ihr lernt ja trotzdem irgendwas, lernt immer noch. Aber der Typ hier ist schon mal krass mit seiner Arme. Trotzdem nichts Besonderes, sah vielleicht in der Pre-Fire aus, wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier eine 16-Tick-Demo am Start. Da kann alles nach Pre-Fire aussehen, kann auch einfach ein starkes AWP-Gameplay gerade gewesen sein. Das wäre deswegen bisher alles super, für die eine Aktion werde ich mir jetzt wohl nicht irgendwie was anhaken oder für, ja, einfach gut gespielt bisher, ne? Und er bleibt auch Banane wirklich offensiv stehen, fängt noch nicht an zu pushen. Jetzt, wenn die Bombe bekannt sein wird, geht ja gerade durch Haus. Ja, ist die Bombe eh down, also von daher muss es sich jetzt eh nicht bewegen. Mal gucken, wie die Banane jetzt einspielen wird. Ob es bei der aggressiven Methode bleibt oder ob er sich irgendwie andersrum entscheidet und sich denkt, ja. Ja, er geht diesmal A. Also auch interessant. Anscheinend, weil er Topspawn hat für Mitte. Mal gucken, was er macht. Er hat die Schulter gesehen, zieht raus und wieder nicht gut gespielt von Thesen. Und er hat den Fuß geschossen. Jetzt hat er den Fuß von dem, von der AWP, hat er gerade den Fuß hinten gesehen. Da sah schon ein bisschen komisch aus, das Crosshair-Placement. Da werden mir sicher einige zustimmen mit der AWP. Der unten läuft am T-Spawn lang und er ist irgendwie da an der Nähe mit dem Fadenkreuz. Zieht viel zu tief. Also da muss man jetzt wieder sagen, das ist wieder so eine kleine Auffälligkeit für jemanden, der Warlecken würde. Weil auf der Höhe würde er nicht ziehen, wenn er denken würde, dass was in der Mitte wäre. Da würde er mich ein bisschen höher ziehen. Das war nämlich auf Fußhöhe. Die in der Mitte langlaufen, das war Fußhöhe. Ja, also kann es kein Zufall gewesen sein eigentlich, dass er unten genau in dem Bereich mit dem Fadenkreuz ist, bei dem Typen, der da unten langläuft. Ja, da muss man mal gucken, also, aber die T-Spielen halt auch nicht gut, ne, ist halt, oder auch da, ne, er bleibt einfach T-Rampe einfach stehen, also aimt total mega lange ab, obwohl wahrscheinlich schon der Call für B irgendwo gekommen ist oder sowas, jetzt pusht er runter, guckt gar nicht falsch in Mitte, lässt es ignorieren, da liegt eine Smoke, wenn er durch die Smoke pusht, halt sich so auffällig, ja, okay, kann auch sein, dass die alle 5 angesagt wurden. Gucken, ob er Sandsack auscheckt. Nein. Er jetzt. Der ist jetzt bekannt da hinten. War bekannt, aber trotzdem sehr komisch, was da mit seinen Bewegungen abgeht. Ich glaube, da werden wir was am Ende, wo ich die ganzen tollen Sachen zusammenschneide, noch ein bisschen was zu diskutieren haben. Und das wird auch wieder ein sehr kontroverses Overwatch, schätze ich mal. Werden wieder welche genau das Gegenteil von mir sagen. Ist ja immer so. Aber okay. So ist das. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? So, ja, auch da, ne? Er zoomt erst, wo der eine ungefähr dran vorbeiläuft und zoomt dann wieder raus, was auch wieder auffällig ist. Nämlich schon die zweite Aktion, wo ich denke, was ist da los mit ihm? So, ja, also die T's generell, die versuchen auch wirklich was zu machen, die sind halt echt am Tryhard. Es ist halt, weiß ich nicht, die wollen auch wirklich die Bombe legen, ey. Das ist ungefähr so, als wollen die hier echt. Als wollen die bei McDonald's ihren McChicken haben. Wer kennt denn das, wenn ihr bei McDonald's, der vor euch, das ist das Schlimmste, bei McDonald's vor euch, da bestellt sich so 3 Maxi-Menüs mit 3000 Packungen Pommes und 60 Chicken McNuggets, aber du kommst und sagst so, nur ein Chicken McNugget und der Typ braucht 3 Stunden, der vor euch braucht 5 Minuten für seine Bestellung, aber bei euch 3 Stunden, weil die Brötchen anscheinend aus Afghanistan zugeflogen werden müssen. Kennt ihr das? Der vor euch, der mehr bestellt, braucht 3 Minuten, ihr braucht 3 Stunden, weil ihr einen Burger bestellt, was tausendstel von dem ist, was der vor dem bestellt. Ich verstehe das halt nicht. Das sind Sachen, die müssen wir halt nicht verstehen. Egal. Ich schweife schon wieder ab. Übrigens eine Katalyst Statrack. Schöne Waffe. Ich habe sie nur non-Statrack. Und bupp. Aber auch so zu warten. Ich meine, okay, macht man mal. Ja. Aber auch jetzt Bibo. Total bekannt für ihn. Der dann.
Da dann. Der hat hundertprozentig an, Jungs. Da können wir nicht, brauchen wir nicht diskutieren. Der hat einen Wallhack. Wie viel, was sagen seine Stats? 6, 7. Das ist es. Diese Wallhacker im Stream heute auch. Da haben wir hundertprozentig einen gehabt, der gewallhackt hat oder noch was angehabt hattet. Aber das sind die, die immer nicht am krassesten spielen. Gut, der hat bei uns am krassesten gespielt. Aber gerade die nicht krass spielen, sind dann die, die dann wirklich, weißt du, mittlerweile sind Wallhacker manchmal schlauer geworden. Sie machen nicht irgendwie die Kills, auf die sie Bock haben, sondern nur noch wichtige Kills, die die Runde entscheiden können, sodass sie nicht krasse Stats haben. Wir als Overwatcher denken, der hat krasse Stats, der muss hacken, weißt du? Es ist, mittlerweile sind die schlau. Ja, die sind gewieft, ey. Das ist ein bisschen, die sind ein bisschen so drauf, wie Ninjas bei einer Poolparty, weißt du? Ninjas bei einer Poolparty, weißt du, du hast eine dicke Poolparty, Musik ist am Laufen, ihr feiert euch. Ja, und denkt so, Alter, jetzt im Pool, ja, der wollte den Pool und checkt, denkt so, ah, scheiße, wenn ich im Pool will, muss ich meine Badehose anziehen. Dreht euch um, packt gerade eure Badehose aus, dreht euch um, auf einmal sind alle im Becken. Kennt ihr, okay, ich meine, ich war jetzt auch noch auf keiner Poolparty, aber aus Erzählungen der alten Ägypter weiß ich bereits, dass das so ist, ja, dass wenn man sich kurz umdreht und wieder hinguckt, dass auf einmal alle da sind, ja. Und ungefähr ist es sowas, Ninjas bei einer Poolparty nenne ich die ab jetzt, weil Ninjas bei einer Poolparty, übrigens heutiges Hashtag Ninjas bei der Poolparty, ja. Ninjas bei der Poolparty ist genauso, weißt du, niemand ist im Becken, aber irgendwie dreht sich um, auf einmal sind alle da. Die benutzen auch das Sprungbrett, ohne dass das Sprungbrett sich bewegt. Die sind Ninjas, einfach Ninjas. Get Right ist auch im Wasser. Wer gucken, wer das versteht. Get Right und nein, weil Ninjas und ist egal. Er droppt. Schön, die tauschen. Ist das Spielbehinderung? Nein, eigentlich ist es keine Spielbehinderung. Laut Regularien ist es. Nein, ist es keine Spielbehinderung. Der kleine Wallhacker. Er denkt, er kann hier so Faxen machen. Ich werde es nicht erkennen, aber. Legt sich mit dem Falschen an. Warum macht man das? Ich meine, es ist nur einer, aber warum? Was will man da bewirken? Dass ich Epileptiker werde? So ansteckend. Epileptiker ist ansteckend anscheinend. Per Counter-Strike wird es übertragen. Wenn Leute genauso wie Waffen wechseln, rumhüpfen, fängt man an, sogenannten Epileptiker-Virus sich anzufangen, wird man Epileptiker. Oh, Geldbrett. Da hat er erstmal dicke. Das Gesicht hat er auch ein bisschen verdient, muss ich ihn lassen. Aber 4-7 liegen sie hinten, obwohl er halt so dicke Predictions rausholt. Ja, aber wir haben auch schon gegen Warlecker gewonnen. Nur weil er Warlecker heißt, ist es kein Garant für Gewinn, ne? Kann auch sein, dass er wieder ausgemacht. Ja, genau. Da war der Pre-Fire aber auch auf 64 Tick da. Das hätte ich euch sagen können. Das war gerade ein bisschen komisch. Aber wir gucken uns das, wie gesagt, am Ende nochmal an. Ich sage meine Meinung dazu. Weil bei Hackern, außer sind Rage-Hacker, also wenn es wirklich so Hacker sind wie er oder Leute sind wie er, die schwierig einzuschätzen sind, da nehme ich die auffälligsten Szenen raus. Bei Rage-Hacker natürlich die lustigsten, weil da gibt es dann nichts zu diskutieren, ne? Er weiß aber auch, dass der links da ist, er weiß es halt. Er hat die Prediction, ich meine, okay, da stehen sie gerne mal, aber er aimt halt auch wirklich perfekt, sage ich mal, für ihn ab. Und dann fliegt er drauf, ja. Okay. Wenn er meint, dass er draufflicken will, in so einer Geschwindigkeit läuft bei ihm, würde ich sagen. Wahrscheinlich hat er gerade im Text geschrieben, lololol, roffel, roffel, loops, I'm a Russian hacker, you cannot kick me and ban me, because I'm a Russian hacker guy, so please do not report me. Ganz ehrlich, niemand zieht so rum und guckt ins Arscheck. Ich meine, der kann auch einer vor Bibo stehen. Normalerweise, wenn du die Ecke abguckst, da stellt sich ein Bibo, machst das, aber so rausziehen, nee. So, jetzt kommen wir zum wichtigen Teil. Hier sieht man es nochmal, ne? Da, wohin aimt, es ist Fußhöhe. Das seht ihr jetzt gleich ganz genau. So, Fußhöhe für die Mitte. Seht ihr? Fußhöhe für die Mitte. Da wird er niemanden töten mit. Und deswegen glaube ich, er hat Fokus auf den unten am T-Spawn gehabt. Oder auch hier, ne? Er ist einfach gesucht. Jetzt zweifach, wo er da hinten vorbeiläuft in falsche Mitte und zoomt danach wieder raus. Das ist auch wieder auffällig. Er sucht dran, wenn der hinten in falsche Mitte vorbeiläuft in seinem Fadenkreuz. Und hier auch, ne? Also bitte, man geht nicht so um die Ecke. Man guckt da nicht zuerst hin, wenn man aus CT-Bogen rauskommt. Das macht man über Bibo, nicht so. So, wir haben ja eben drüber geredet. Ich glaube nicht, dass er eine Aim-Assistance hatte. Aber dafür, dass er Vision-Assist hat und auch keine Other External Assistance und auch nicht gecreeft hat. Und ich würde sagen, das war's von mir. Ja, haut rein, mein CT&T-Buddies. Eierbombs been diffused. Bye. We just wanted to tell you, make sure you subscribe to Bomb Has Been Diffused. If you don't, a flashbang dance in your face. Okay? That's right. Thank you, guys. Shit.